Nee. Okay, dann brate ich das einfach. Das Feuer ist wieder kaputt. Ja, jetzt wird es doch wieder hell. Sind Steine gehen in eine Wand? Boah. Das ist aber eine Menge, oder? Ja. Deswegen dauert das auch so ewig. Ja. Siehst du unten, Rocks noch 260. Loks sind genau 100. Das ist doch eine Frechheit. Ja, Loks geht ja, das ist ja schnell gemacht. Ich weiß auch echt nicht, ob das so eine gute Idee von mir war, dort Rock Walls zu machen. Wir hätten vielleicht lieber Defensive Walls machen sollen und dann mit... weißt schon. Dann noch mit diesen extra Wall-Verstärkungen, diese Stöcke und Steine als... zur Verteidigung. Aber so viele Loks ist halt noch problematisch, Steine zu bringen, weil wir immer nur zwei holen können. Genau, das dauert ewig, bis du über die Brücke drüber bist. Die Steine, die fallen ja hier aus dem Boden raus. Ich laufe ja jetzt nur hier rum. Sei denn, es gibt irgendwie eine schnelle Methode, irgendwie ein schnelles Boot dafür, das zu machen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob man mit dem Boot jetzt überhaupt fahren kann. Das geht nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Also mein PC hat einen riesen Nachteil. Warum? Die Buchse vorne fürs Headset. Die spinnt. Weiß nicht, der meldet manchmal einfach, dass der Stecker rausgezogen ist. Obwohl das nicht stimmt. So, ich gehe jetzt wieder gleich zu dem blauen Marker hinten. Ja, da komme ich auch mit. Das jetzt endlich finde. Ja, die Steinwand sieht doch ganz schön aus. Was ich jetzt nur noch gerne wissen möchte, warte mal kurz hier. Sollte ich jetzt gerne mal ausprobieren. So. Kuh. Wo haben wir es denn? Hier nicht. Defensive Structures. Wall Defensive. Ne, das können wir hier tatsächlich nicht dran bauen. Das kann nur an Lock Walls. Diese Stacheldinger und sowas. Okay. Das ist ein bisschen schade. Schade. Aber das ist auch keine so schlechte Idee, wenn die wirklich über die Brücke können. Dann können wir die Brücke noch ein bisschen, den Eingang der Brücke ein bisschen verbarrikadieren. Ja. Okay. Stimmt. Auf zum blauen Marker, würde ich sagen. Richtig. Moment, ich glaube, ich mache mir erstmal von den Uhren, die ich habe, weil ich habe schon das Maximum an Uhren, mache ich mir erst nochmal ein, zwei Bomben. Ich kann auch nicht mal mehr Alkohol mitnehmen. Ich habe drei Uhren. Und drei Boards, ich könnte auch drei Bomben basteln. Die Bomben sollen ja auch richtig Schaden machen gegen die Mutanten. Aber das zerfetzt sie, glaube ich, einfach in der Luft. Hoffentlich. Ich hoffe, die halten höchstens eine Bombe aus. Ja, da müssen wir ein bisschen weglaufen, nicht, dass wir unsere eigene Basis mit in den Tod reißen. Gut, du kannst mit Tresap eine klebrige Bombe machen, dann bleibt die, glaube ich, an denen hängen. Das ist gar nicht so schlecht. Moment, warte, hab ich Sap? Nee, natürlich, das ist das Einzige, was ich nicht habe, weil ich viel zu selten Bäume fälle. Das kann ich dir aber geben. Ja, nee, ich hab ja mein Ding aufgehangen. Mein Topf habe ich doch an den Baum gehangen. Stimmt. Der dürfte jetzt gleich voll sein. Da kriege ich, glaube ich, 10 oder 20 Sap raus direkt. Ja. Aber immer nochmal schön Blätter mitnehmen. Richtig, ich schlage einfach mit dem Stick. So fallen immer schön Blätter raus. Nein. Ich
Ich weiß gar nicht, ich muss noch mal im Survival-Book nachgucken, wegen dem Reskin, was man da noch alles mit draus machen kann. Was so hilfreich wäre. Ja, das müssten wir echt mal nachsehen. Wo bist du? Hinter dir. Ich höre böse Geräusche. Oh, da ist was Lautes. Das ist einer von den Mutanten. Ich bin weg hier. Er brennt. Nur einer, aber hoffentlich ist das. Pass auf. Alter. Er lebt noch. Alter, der macht meine Rüstung im Arsch. Drei Schläge und meine Rüstung war weg. Alter, das kann doch jetzt nicht wirklich dein Ernst sein. Lebt er noch? Ich weiß es nicht, ich renne einfach. Ich wusste doch, das sind böse Geräusche. Wird mehrfach auf ihn geschossen, aber bringt den nicht wirklich um. Na, jetzt ist er weg. Oh, wo ist es denn jetzt? Verflucht. Hä? Vielleicht hier in der Höhle drinne? Da verfolgt mich doch so ein Ureinwohner-Spast. Du brennst schön, ja, mein Lieber. Hoffentlich tut das weh. Jetzt in die Höhle rein. Ja. Nee, das Ding war draußen. Ich habe hier auf jeden Fall Münzen gefunden und hier hängt ein Kerl. Ja, das gibt's aber auch in der Höhle. Oder weiß ich nicht. Das zeigt mir noch meine Karte an. Ich habe Angst, hier weiterzugehen irgendwie. Ich glaube, ich will hier wieder raus. Ne, ich auch. Ist mir zu dunkel. Das... Alter! Scheiß Fledermäuse! Auf jeden Fall Unmengen an Getränkedosen. Ja, die gibt es in Höhlen sehr oft. Und schon was gefunden? Wegen der Waffe? Ne. Muss hier irgendwo sein. Den ganzen Leuten. Gerade mal ein bisschen oberhalb. Oh Gott, Fledermäuse. Ja, die sind grauenvoll. Ist eine verbrannte Leiche. Ich wette mal, das warst du. Ja, den habe ich eben angezündet. Diese Sau hat meine ganze Rüstung runtergekloppt. Bei mir auch. Hier schon wieder jemanden. Ja, aber das hört sich nach einem kleinen an.
So weiß ich nicht, wo der ist. Also ich glaube, deine Quelle ist unzuverlässig. Also ich sehe hier nichts von der Waffe. Ne, die muss bei irgendeinem dieser Figuren stecken, aber anscheinend tut sie das im Multiplayer nicht. Oder es wurde schon wieder gepatcht. Oder, ja, das fehlt mir noch. So, wo sind wir denn jetzt? Oh Gott. Was? Ja, das ist so einer, so ein großgewachsener. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Das muss hier irgendwo sein, das Ding. Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zur Basis. Und speichern erstmal. Ja. Machen erstmal eine Pause. Ja, würde ich auch sagen. Oh Gott, da ist der Große wieder, der Mutant. Ach nö, renn einfach weg. Ich laufe schon. Ich höre ihn. Der ist mega schnell, der haut hier alle Bäume um, ey. Ich hab keine Ausdauer mehr. Da hinten steht er. Trink. Es. Ja, ist klar, die Flaggerin hat mich selbst angezündet. Da ist er. Einfach nur weg hier, einfach nur weg. Ich hoffe mal, dass nicht gleich die ganze Umgebung brennt. Tja. Gott, ich brauche neue Flares. Diese Mutanten sind echt ein Problem. Hui. Das ist ein bisschen stressig mit dem, aber wir haben ihm so viel reingedrückt und er stirbt einfach nicht. Nee, der verreckt nicht. Ich weiß nicht, was man dem antun muss, damit er stirbt. Hm. Ui, dann. Machen wir erstmal eine Pause. Ja. Ich erstmal hier was von unserem Rack. Könnte ich gerade mal was aufhängen. Na gut, dann C speichern.
Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei The Forest hier auf Red Butterfly Gaming. Ciao. Tschüss.